Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jo, wir haben im letzten Part angefangen mit Red zu quatschen. Ich würde sagen, da machen wir gleich weiter. Einschüchtern kann ich ihn, glaube ich, nicht mit 50. Mir gefällt dein Ton nicht. Ich bin auf der Suche nach etwas. Ja, das ist besser. Ich bin auf der Suche nach etwas. So, so. Und was suchst du? Grog? Weiber? Ärger? Das behalte ich besser für mich. Ich gehe dir da mal nicht weiter auf den Keks. Hast ja sicher noch Großes vor. Muscheln sammeln oder so. Du bist also Pirat. Du bist also Pirat? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Natürlich bin ich Pirat. Wie lange bist du schon Pirat? Klingt nicht sehr überzeugend. Wie lange bist du schon Pirat? Als wird dich Landratte das was angehen. Ich war schon Piratenkapitän, da hast du noch in die Windeln geschissen. Ich habe schon die ganze Welt gesehen. Ganze Dörfer haben wir geplündert, ohne mit dem Holzbein zu wackeln. Du bist also Piratenkapitän. Klingt nicht sehr überzeugend, Piratenkapitän. Du bist also Piratenkapitän? Hey, hab mein Schiff, die betrunkene Seefrau, vor langer Zeit beim Kartenspiel verloren. Arr. Warum sagst du dauernd Arr? Warum sagst du dauernd Arr? Was? Ich bin Pirat, du Waschkopf. Was denkst du denn? Klingt nicht sehr überzeugend. Was soll das heißen? Willst du etwa behaupten, du glaubst mir nicht? Besser, du gehst mir aus den Augen, sonst lasse ich dich mal eine Runde Kiel holen. Arr! Arr! Wie so eine Katze. Arr! Naja, schön. Der arme Teufel, ne? Was ist? Kann mich noch ein bisschen ärgern. Hast du eine steife Brise umgeweht? Sich ab! Okay, der ist sauer. Auwe. Na schön. Okay, hätten wir auch ein Bettchen mal zum Schlafen. Jade regt sich wieder auf. Nein, noch nicht. Sehr gut. Ist hinten noch was versteckt? Na, aber das Bettchen können wir super nutzen eigentlich. Hier ist sogar noch ein Bettchen, das ist unterm Dach. Ich würde sagen, wir schlafen mal bis zum Morgengrauen, weil ich glaube, es wird eh schon finster. Oh. Sind wir schon wieder da? Ich hoffe, diesmal verbocke ich es nicht. Aloha? Stahlbad! Unser lieber Papa. Hi! Hey, du. Vater, bist du das? Wer? Ich? Nein. Oder doch? Was zur Hölle ist hier los? Tja, mein Junge, das ist ein Ding, was? Auf einmal macht es Rums und du steckst tief drin in dem Schlamassel hier. Wo genau sind wir hier? Warum bist du hier? Wo genau sind wir hier? Wo genau sind wir hier? Dies ist der Ort, den du dir selbst geschaffen hast, mein Junge. Gewöhne dich schon mal daran. Du wirst hier die nächste Ewigkeit bleiben. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss hier wieder raus. Selbst wenn ich es wollte, ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Jeder hat hier sein eigenes Päckchen, das er tragen muss. Aber... Ich muss nun gehen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich habe noch so viel Fragen. Und fort ist er. Oh Mann. Und auf, Zimmer. Seele minus eins. Ich bin völlig im Eimer. Wenn das so weitergeht, nimmt das kein gutes Ende mit mir. Gott sei Dank. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Das können wir auch mal fragen. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Natur selbst regiert diesen Ort. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ihren Fängen verenden. Mhm. Das hat der Dschungel so an sich. Vieles ist hier nicht so, wie es scheint. Also traue deinen Augen nicht. Okay. Solange du da bist, ist alles gut. Dann habe ich immer jemanden, der mich heilen tut. Da lag noch was... Der ist pennen gegangen. Fisch, den nehmen wir mal mit, ganz gerne. Dann können wir dann auch gleich braten. Würde ich sagen, rohes... Okay, der Fisch ist schon fertig. Würde ich sagen, braten wir das alles. Passt. Fertig. So, wer bist du? Harry, mit dem haben wir schon gequatscht, ne? Schmiedekunst. Hier steht was.
Also beschaffte er sich einen gewaltigen Diamanten und benutzte ihn als Klingenschärfer. Seine geschärften Klingen waren fortan sein Kapital. Klingt, als wäre der Diamant noch zu haben. Aha. Fleisch. Noch ein Bettchen. Eine Truhe, die man aufmachen könnte, aber der steht jetzt da. Das heißt, ich muss noch warten. Oh, das sind die Spinnen, von denen sie geredet haben, da drüben, ne? Oh, was sehen meine entzückenden Äuglein? Die müssen wir fertig machen. Wie heißen die? Scheißviecher. Au. Au. Dschungelspinne, so heißen sie. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt nur den Teleport aktivieren. So einfach kriegt man mich nicht. Hast du denn jetzt umgehauen? Ich hasse dich. Colby, ich hasse dich. So. Wir aktivieren den Teleportstein. Geht doch. So. Dann haben wir das schon mal. Das ist super. Sehr, sehr gut. So, das Schwammerl nehmen wir mit. Schädelblüte nehmen wir mit. Da drüben sind noch ein Haufen Spinnis. Ein Haufen Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Da haben wir Schildkröten. Aha, da ist auch was. Muschel, okay. Sonst nicht wirklich was, ne? Komm mit dem Ruderboot auf unser Schiff. Zum Piratenschiff, tatsächlich. Weil das ist ja unser Schiff, ne? Da können wir schauen, ob noch alles okay ist. Wer bist denn du? Pirat. Hast du nichts zu tun? Nein. Da sind noch ein paar. Noch ein Pirat. Noch ein Pirat. Vielleicht müssen wir das Schiff hier ändern. Damit es wieder unseres ist. Ich wollte mich hier mal ein bisschen umschauen. Was haben wir hier? Aha, ich dachte, da wäre ein Buch mit irgendeinem Hinweis. Schaut aber nicht so aus. Dass hier irgendwas für uns wäre. Nö. Ich wollte nur mal das kontrollieren. Check. Hey Mann, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Bist du es wirklich? Sieht ganz so aus. Hey Mann, was für eine Teufelei ist das? Wir haben dich begraben. Du warst mausetot, Mann. Komm halt, Smart Check, du nicht so überrascht. Freut mich auch, dich zu sehen, Check. Freut mich auch, dich zu sehen, Check. Ja, sehr nett. Echt? Schön für dich. Schön für dich. Doch leider kann ich diese Freude nicht teilen. Du wärst mal besser unter den Steinen geblieben, unter denen wir dich begraben haben. Was schon das zu hast du überhaupt gemacht? Irgend so ein Voodoo-Kram? So in etwa. Hab ich doch gewusst, Mann. Was willst du hier? Ich suche Patty. In der Südsee ist die Hölle los und ihr gammelt hier rum. Ich will mein altes Schiff zurück. Ich suche Patty. Ich suche Patty. Soviel ich weiß, wollte sie nach Norden. Sicher bin ich mir aber nicht. Frag mal Harry drüben im Lager. Der hat sie als letzter gesehen, glaube ich. In der Südsee ist die Hölle los. In der Südsee ist die Hölle los und ihr gammelt hier herum? Mhm. Mach mal halblang, Kumpel. Seit wann kümmert dich die Südsee, Mann? Sollen die anderen Gemeinschaften sich doch um sich selbst kümmern? Solange die Geisterschiffe uns hier nicht angreifen, ist doch alles in bester Ordnung. Ich will mein altes Schiff zurück, Herrschaft Zeiten. Ich will mein altes Schiff zurück. Das kannst du mal schön vergessen. Du bist nicht mehr unser Captain, klar? Keine Ahnung, aus welcher Hölle du wieder entfleucht bist. Aber den Kahn hier befehligst du nicht mehr. Das werden wir ja sehen. Ja, ja, jetzt kommen wieder die Drohungen und das Geprügel. Aber das wird dir nichts nutzen. Ohne Crew segelt dieses Schiff keinen Meter und die Jungs hier tun jetzt, was ich sage. Also spar dir das Affentheater, klar? Hier macht wohl mittlerweile jeder, was er will. Okay, kämpfst du mit deinem Schiff auch mal? Ja. Okay, kämpfst du mit deinem Schiff auch mal? Oder wartest du so lange, bis die Schatten dich und deinen Kahn überrennen? Wir sind nur noch ein kleiner Haufen hier. Warum sollten wir uns auf See mit den Schatten aufreiben? Und wenn uns die Eingeborenen unterstützen?
Sie haben einen ziemlich steilen Zahn in ihren Reihen. Ich glaube, sie heißt Chani, eine Voodoo-Hexe. Ich habe gesehen, wie sie sich ihren Weg durch den Dschungel bahnte. Keins dieser Biester im Dschungel hatte eine Chance gegen sie. Das Mädchen hat wirklich was drauf, Mann. Du solltest diese Schnecke von deinem kleinen Krieg gegen die Schatten überzeugen. Wenn du das schaffst, bin ich auch dabei. Verstehe. Hier macht wohl mittlerweile jeder, was er will. Pass auf, Mann. Wir sind dir gefolgt, solange du unser stärkster Mann warst. Aber sieh dich doch mal an. Du bist doch nicht mal mehr die Hälfte von dem Mann. Erst wenn du wieder annähernd zu deiner alten Stärke zurückgefunden hast, werde ich dich ernst nehmen. Geh doch zu den Eingeborenen. Die kennen sich doch aus mit so einem Halbtoten wie dir. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch den einen oder anderen Voodoo-Zauber. Dann wäre ich beeindruckt. Okay, sehr schön. Chani. Die Chani? Hieß sie so nicht vom zweiten Teil? Das Mädel, das mit uns damals gesegelt ist? Ich glaube schon, oder? Kila, dann ist es doch die Insel von damals? Ich bin so schlecht im Erinnern. Mein Erinnermilch ist kaputt. Naja. So. Die Muschel nehmen wir mit. Zack, 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 zack. Ui. Die da drüben schaut giftig aus. Ich werde mal kurz speichern. So. Und so. Dann schauen wir mal, ob wir das da überleben mit der. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Die hat eine hässliche Farbe. Große Dschungelspinne, Gott sei Dank. Bist du deppert? Obwohl, es könnte was werden. Danke. Au. Zack. 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 Au. Autsch. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ich hasse. Und zack, hin ist sie. 200, sehr gut. Haben tut sie nichts für uns. Halt, da ist was. Klingenblatt. Schildkröte. Die macht ein Nickerchen, die lassen wir schlafen. So, Erze gibt es hier, glaube ich, nicht. Da hinten scheint eine Höhle zu sein, ha? Huh? Schauen wir mal nach, oder? Vielleicht ist hier was Besonderes für uns. Aha, hier ist nur so ein komischer Durchgang, wie es ausschaut. Da kommt man nur auf die andere Seite, okay. Was ist denn das da für ein Ungetüm? So eine Riesenkrabbe, oder? Keine Ahnung, ob das so gesund ist, was ich da vorhab. Warte, welche Quest verfolgen wir jetzt gerade eigentlich? Da wird mir gerade irgendwas... Okay, da wäre eine Höhle. Aha, die Höhle würde ich hier hinführen. Okay, das heißt, wir würden irgendwann da wieder zurückkommen. Okay, warte mal, ich baue mich wieder dorthin zurück. Ich würde gerne einen regionalen Weg gehen da. Ja, Mann. Weil ich mir denke, dass da vielleicht einfachere Gegner auf uns warten. Und nicht gleich die volle Breze. Artefakt. Kristallmagie verstehe ich nicht. Aha. Das ist dann später wichtig, wenn wir Magier sind. Glaube ich. Piratengeschichte. Erhalten. Aha. Ist was zum Lesen. Okay. Rohrfisch. Da ist da auch noch einer? Na. Da drüben ist, glaube ich, einer. Pistole. Messer. Hier ist, glaube ich, niemand, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal.
Okay, so geht's nicht. Vielleicht die zwei, dann das und so. Jawohl, jetzt geht's. Wein, Kugel, Gold und Rost. Gut, Hammer. Nehmen wir mit. Dann schauen wir uns noch ein Stückchen weiter da hinten um. Da ist noch ein Bettchen. Ein bisschen Wäsche. Da hinten habe ich, glaube ich, was gesehen. Da hinten, glaube ich, nicht unbedingt. Aber beim Schiff war, glaube ich, noch eine Truhe versteckt. Schwerer Goldsack. Das hier meinte ich. Kann ich hier rein? Mhm. So nett, wie es ausschaut. Ich dachte, da hängt noch ein Fisch. Das war jetzt gerade komisch. Das heißt, ich muss das so irgendwie probieren, da reinzukommen. Es scheint möglich. Was? Oh ja. Die Eingeborenen werden uns überrennen und erschlagen wie wildes Vieh. Ihre Krieger sind stark und ihre Speere tödlich. Wie komme ich da runter? Um unsere Schwächen. Wir können nicht gewinnen. Geht's hier? Nö. Der ist so ein Schwarzseher. Entschuldigung. Ich suche hier nur noch einen Eingang. War es dann vielleicht doch hinten? Hü-hüpf. Hü-hüpf. Geht das? Nö. Nicht so wirklich. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Dann soll es doch hier sein. Weil man sieht schon, hier ist eine Truhe, ne? Das sieht man hier. Aber wie man da reinkommt, ist die Frage. Aha. Etwa hier hoch? Ui. Das hat gerade nicht funktioniert. Aha, das ist eine Liane. Geht das? Liane? Ich möchte da hoch. Hm. Letztes Mal hat das aber geklappt, mit Lianen hochklettern. Goldsack. Ui! Boah, Glück gehabt, dass ich mich jetzt nichts gebrochen habe. Hm. Vielleicht, wenn ich hier reinkomme. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Ist der so wachsam? Hm. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich wollte ihn gerade nicht anreden. Ich habe gedacht, ich kann ihn beklauen, ne? Hat nur dazu hingehauen, wie ich gehofft habe. Wahrscheinlich muss ich bei Taschendiebstahl hier den Schlüssel irgendwie kriegen. Und dann würde das klappen wahrscheinlich. Hier geht nirgendwo, ne? Oder warte, hier hoch vielleicht? Dann hier rüber vielleicht. Aha, da wäre zum Beispiel schon Jade. Hier runter vielleicht. Okay. Die wird gehen. So, mal gucken. So, jetzt haben wir's. Die eine Truhe ist noch zu gut. Fackel, Grog, Kugel, bla bla und Erz und Gold und Schrott und alles mögliche. Okay. Altes Wissen nehmen wir mit. Vielleicht brauchen wir das später, wenn wir Magier sind. Magischer Kristall brauchen wir hier später auch.
Leere Truhe, da hätten wir noch Jade. Und besondere Goldschale. Rostiger Schlüssel. Etwa um das hier zu öffnen? Tatsächlich. Hä? Lol. Okay, ich glaube, das wär's. Gut, dann hätten wir das auch schon mal. Was? Nein. Ich werde keine Ahnung. So, kein Gold der Welt kann mich dann vor dem Verderben retten. Und wer wird dann auf dich Acht geben? Lass uns bald von dieser Insel verschwinden, Hank. Okay, ich hätte nochmal schlafen gehen sollen, merke ich gerade. Es ist ja stockfinster, das war nicht so schlau. Dann stolper ich eher auf Viecher, glaube ich. Eier und Braten könnte ich auch noch was, glaube ich, ne? Roher Fisch, den machen wir auch gleich für den Proviant. Und ein Bettchen zum Schlafen, warte mal. Da hätte Buß noch eins gehabt, glaube ich. So, da war hier noch eins. Also bis zum nächsten Morgen pennen. So, jetzt geht's wieder. Sehr, sehr gut. So. Was? Jetzt war das gerade komisch. Ich habe sie gesehen. Die Geister dieser Insel. Jetzt können wir loslegen. Und zwar. Puh, womit fangen wir eigentlich an? Ich habe gerade keine Ahnung. Ui, auf jeden Fall eine Markibeere. Und vielleicht sollte ich auch sehr vorsichtig sein mit der Erkundung hier, weil es könnten ja wieder Jaguar etc. in der Gegend herumstreunen. Oder wie hier zum Beispiel Wildschweine, die uns gern den Rücken massieren wollen. Das sind sogar drei Wildschweine. Oi, um Gottes Willen. Was bist denn du? Ich bin schon weg. Tschüssi. Ich gehe da lieber. Ich sag ja, es ist gefährlich. Auf das Viech habe ich vergessen. So. Davon hätten wir ein paar Spinnentiere. Das können wir auch. Ja. Da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, die eine Höhle hätte man noch erforschen können, glaube ich. Wo wir diese Spinnentiere vorher gesehen haben. Das im Lager, ne? Das könnte man theoretisch noch machen, bevor wir uns ins Landesinnere bewegen. Was ist denn da, Herrschaftszeiten? Rotz da herum. Geh ein, ist am besten. Ist das ein Krallenaffe? Ja, schaut so aus. Ui, nicht erwischt. Aber jetzt. So, ist jetzt Ruhe, Herrschaftszeiten. So. Wo sind denn jetzt diese grauslichen Viecher? Hier war eins. Okay, die haben nie was, glaube ich, ne? Gut. Dann können wir uns ja getrost hier weiter umschauen. Da ist sogar ein Blumel. Blutwurzel. Okay. Mhm, hier haben sie irgendwas gerissen. Die Spinnen. Weil dann könnte man ja probieren. Aha, hier ist auch jemand. Boah, boah. Oh! Scheiße. Oje. Oh, mein Kopf. Karak. Was machst du hier so nah bei den Piraten? Gucho spricht von den Piraten. Gucho ist kein Pirat? Nein, ich gehöre nicht zu denen. Das heißt, du waren auch noch nicht bei uns, Kila? Nein, noch nicht. Wie wäre es, wenn du auf meine Frage antwortest? Was Bobo hier bei Piraten wollte? Bobo wollte wissen, ob Piraten eine Gefahr oder nicht. Habe sie beobachtet, aber dann hat Bobo Durst bekommen. Das verdorbene Wasser hat gebrannt, hab es trotzdem getrunken. War nicht beste Idee, die Bobo jemals hatte. Ja, das war, ja. Was du da getrunken hast, war Schnaps. Kannst du mir zeigen, wie ich auch so viel saufen kann? Boah.
Bring mir was mit die Jagd bei. Das war Schnaps, was du getrunken hast. Was du da getrunken hast, war Schnaps. Schnaps? Haben Piraten Bobo vergiftet? Die Piraten trinken das zum Spaß. Piraten, komischer Gutschuss. Bobo will nach Hause. Ich nehme den restlichen Fusel besser an mich, Silberzunge. Ich nehme den restlichen Fusel besser an mich. Schie, böses Wasser schlecht für Bobos Magen. Selbst die Pflanzen mögen es nicht. Ja, schön. Gut so. Danke, zwei Fusel bekommen, schön. Wenn du mir den Weg zeigst, begleite ich dich. Kannst du mir zeigen, wie man so viel saufen kann? Echt? Kannst du mir zeigen, wie ich auch so viel saufen kann? Das ist nicht schwer, Gucho. Frag einfach Bobo. Trinker lernen. Rum ist seit jeher das Lebenselixier der Seefahrer und Piraten. Erhöht die Wirkung von Fusel, Grog und Rum um 25% pro Stufen. Teufel, das wäre gut. Dafür bin ich nicht gut genug. Das wäre gut. Bring mir was über die Jagd bei. Bring mir etwas über die Jagd bei. Das wäre auch nicht schlecht. Fälle abziehen. Hörner nehmen lernen, Fälle abziehen auf jeden Fall. Ich habe nicht genug Geld. Warte. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Geld, ich brauche Geld. Tschüss, bin gleich wieder da. Handel, und zwar schnell. 2000, boah, ich hätte viel brauchen. 4000, wäre noch besser. Wusch da. Jesus, na. So, schnell sprinten, ich brauche Geld. Kann ich bei dir handeln, Buß? Achso, was weißt du über Douglas? Stimmt, das wollte ich auch noch fragen. Was weißt du über Douglas? Einer der wenigen, der noch auf meiner Seite war. Bestimmt hat Harry den auf dem Gewissen. Hast du irgendwelche Hinweise? Pah, dieser illoyale Bastard ist verrückt genug, um uns alle umzubringen. Bestimmt hat der Douglas in eine dieser Höhlen gelockt und ihm die Kehle durchgeschnitten. Das mit der Wasserbeschaffung sagen wir noch nicht. Verkaufen, genau. Was kannst du verkaufen? Ich möchte was verkaufen. Ja. Pistole, Flinte kann man hergeben. Ach, du Heiliges. Ja. Schnaps der Magie. Hilft dir, magische Gegenstände zu finden. Will ich vielleicht noch behalten? Vielleicht brauchen wir so einen Schmarrn ja noch. Besondere Goldschale. Besonders wertvolle Schale aus Gold. Ist schwerer, als sie aussieht. Ich würde sagen, das können wir abgeben. Die Piratengeschichte vergessen zu lesen. Oh, das muss ich noch machen. Zucker will ich noch behalten. Spitzhacke kann er eine haben. Schädel kann er einen haben. Boah. Das ist alles, was ich habe. Mehr nicht. Was kannst du verkaufen? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach, du liebe Zeit. Wir sind tatsächlich arm wie Kirchenmäuse, dass es sowas gibt. Ach Gottchen. Das ist echt doof. Ich krieg da nie im Leben 2000 zusammen. Dafür das habe ich von allem zu wenig. Ich würde sagen, die Hörner werde ich jetzt mal lernen. Danke. Ich würde sagen, die Hörner lerne ich jetzt mal. Fell. Boah, Fell oder Hörner? Fell eher als Hörner, oder? Ui. Oh, das ist auch was, oder? Nein? Doch? Nein? Wo renne ich denn überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Au!
Alter. Ich dachte, ich kann vorbei und ich trigger sie noch nicht so, aber wenn du direkt reinläufst, ist natürlich nicht so gescheit, ne? Au. Au. Ach, das war jetzt unklug. So, das haben wir dann aber fertig, hoffentlich. Oder auch nicht. Au. Boos sag ich schon. Bones. So. Die fangen beide mit B an. Ich bin verwirrt. So, jetzt hätte ich es testen können. Fingerblatt. Nehmen wir auch mit. Ich habe halt keine Ahnung, wie bin ich da jetzt da hinkommen. Ich war doch schon mal bei dem Kerl. Achso, da muss ich hoch. Okay. Oi, oi, oi. So, wow. Wo ist er denn hin? Da. Bobo, Jagd beibringen, Fell abziehen, würde ich sagen. Kein Problem, oh, hoppala. Hoshi. Ja. Danke. So, danke. Viele Äffchen, da ist noch ein Fusel, okay. Da ist noch eine Makibeere. Ich bin eigentlich so ziemlich geheilt. Ich möchte gerne nochmal so einen Krallenaffen probieren, umzuhauen. Aber ich glaube, da habe ich jetzt dummerweise alle geplättert, ne? Das ist ja auch nur ein normaler Affe, ne? Ja, normales Äffchen. Ja, da hatte ich jetzt wohl Pech. Egal. So. Ja, dann beenden wir den Part für heute. Ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir halt mal mit dem Bobo mit, würde ich sagen, ne? Ach, du liebe Zeit. Viele Möglichkeiten. Am besten eins nach dem anderen. Wir haben eh einen Teleporter schon hier. Das wird schon werden. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.